Immanuel Dibok. Mein Vorname ist Immanuel und mein Nachname ist Dibok. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Malaysia und ich wohne in Sabah. Ich bin arbeitslos und ja, ich bin ein Student und ich studiere in UPM. Meine Hobbys sind Volleyball spielen und Computerspiele spielen. Danke und tschüss. So that was it for my section A. Moving on to section B, I'll be reading from passage 4, Familie im Wandel. Vor 100 Jahren war die Familie die wichtigste Form des Zusammenlebens. Familien mit 5, 6 oder 7 Kindern waren ganz normal. Heute sind die Familien in der Regel viel kleiner. Neben der klassischen Familie sind in den letzten Jahrzehnten verschiedene andere Lebensformen entstanden. Trotzdem ist für die meisten Menschen die Familie weiterhin wichtig. Denn bei Umfragen steht für fast 90% der Bevölkerung die Familie an erster Stelle. Familie im engeren Sinne sind Vater, Mutter und Kinder. Man spricht auch von der Kernfamilie. Erst in einem erweiterten Sinne kommt die Verwandtschaft, das heißt die Großeltern, die Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen hinzu. Wenn man heiratet, sagen die neuen Verwandten, dass man nun zur Familie gehört. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es heute vor allem Familien mit ein oder zwei Kindern. Statt der Großfamilien früherer Zeiten sind solche Kleinfamilien heute üblich. Das ist alles von mir. Danke.